Okay, recht herzlich willkommen zurück. Ich habe kurz gedacht, dass es alright, wenn du schon so alright und willkommen zurück wäre, aber nee. Das haben die Leute gar nicht gehört, nur ich. Okay, das war's dann ein was Besonderes. Okay. Ist das jetzt das Speedrun-Level? Ich glaube ja. Ja. Oh Gott. 1.15 BA stand da gerade. Sah gerade so aus. Wenn wir den Rekord hier schlagen, dann hat der Bär halt für uns, hat er mehr zu uns zu sagen. Aha. Oh, schade. Unlucky. Ja, wir müssen hier, ich versuche jetzt einfach schnell zu sein und danach versuchen wir einfach alles zu sammeln, würde ich sagen. Checkpoint. 35 BA. Da musste man dann zurück nach links. Verdammt. Kannst du noch nach oben springen? Oh, nice. Gut, gut. Oh, ja. What? Was? Ah, diese Wespen-Insekten-Dinger sind da oben, glaube ich, gespawnt einfach gerade. Was ist denn das für ein Käse? Wie ist die Time jetzt wieder bei 35 oder halt da, wo wir waren? Ja, okay, geht noch da weiter. Timeloss, aber maybe not. Sure, waren da jetzt die Dinger. Ja, ich mach das aber nochmal. Spring diesmal bitte nicht. Ich meine, okay. kein Vorwurf, du konntest es nicht wissen. Ich weiß nicht, ob das... Ach komm. Was kann ich eigentlich? Ach man, das Level ist so stressig. Einfach nur, er sagt halt irgendwie... Oh, ups. Er sagt halt irgendwie so, oh, ihr habt meinen Rekord geschlagen. Ich weiß gar nicht, ob wir das machen müssen, um weiterzukommen. Weil die eine Brücke da oben ist ja kaputt. Oder kann es sein, dass das nur einen Weg zu einer Höhle öffnet und er dafür sorgt, indem halt dann ein Dingens darunter strömt, ein Treibholz, Baumstamm irgend wird. Ich weiß ja, gar nicht. Guck mal, hier, ich schaff's konsistent, das ist ja nice. Heißt, das Bonuslevel sollte ja gleich, wenn es wichtig ist, kein Problem sein, oder? Das, ja. No, jetzt, ich belief in dich. Konzentriere dich nur darauf. Ich möchte nicht drüber reden. Ist okay, ist okay. Oh, verdammt, time loss. Oh mein Gott, was los? Das ist jetzt sehr schlecht. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Jetzt aber auch wieder unten durchschwimmen dann. Eine Reaktionszeit unter Timer arbeiten ist halt scheiße, ne? Jo. Wir wollen das Level genießen, also es gibt, ich glaube, ein paar von diesen Leveln hier. Es gibt auch eins, wo dann Blitze einschlagen. Mm. Oh. Ist doch nicht wahr. Ich hatte die ganze Zeit einen Rhythmus drin. Dann sag ich zu Leon, ja, konzentriere dich nur darauf und jetzt bin ich unkonzentriert bei dem, was ich die ganze Zeit performt habe. Vielleicht schaffen wir es noch. Ich habe ihn gerade umgedreht. Eieiei. 1.15. Bescheuert. Rip. Mann, was ein Käse. Weiß halt nicht, ob es besser ist, das mit Kitty anzufangen oder ob. Na egal. Lass mal nochmal den schnellen, bitte. Ich würde das Level eigentlich gerne erst schnell abschließen und dann vielleicht richtig. Ja, Problem ist... Ja, das ist gut, das ist gut. Ob ich da jetzt so an die geilen Spots komme? Oh, schön. Ja. Ach komm. Der Timer läuft, während der andere Kong halt weg verschwindet weiter. Wir sind hier ein klein wenig schneller, aber noch nicht viel. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall die gleichen... Nee, gerade mit dem, das... Kannst du rausgehen wieder? So, ja stimmt, kann ich jetzt. Okay. Die Zeit dann jetzt auch bleibt, ob wir jetzt bei 35 anfangen, ob die Spawn-Animation auch schon Timer läuft. Ja, das ist unfair. Guck mal, während wir jetzt DK Pass sammeln, läuft die Zeit auch. Kannst du jetzt nochmal mit uns beiden lieben? Oh. Ich mach weiter, wenn ich nochmal einen Decaf fast kriegen sollte, liebe ich dann nochmal.
Das ist ja echt ätzend. Wir dürfen halt eigentlich keine, wir dürfen keine Fässer mehr einsammeln, sonst ist alles timelos wie dumm. Auch da hier halt, ne? Zack, 2 Sekunden. Huiuiui. Oh, verdammt. Schneller als eben, schneller als eben. Yeah! Nice! Oh mein Gott, okay, gut. New Records. Ah, so, und das berichten wir dem Typen nachher. So, dann können wir jetzt in das Level rein und uns heiligst Zeit nehmen, wobei wir uns auch durch die Insekten trotzdem chasen. Aber wir haben ja gesehen, dass Secrets scheinbar da auftauchen, wo Kitty übers Wasser. Ah, ich wollte den austricksen nach links, aber. Ich glaube, die kommen jetzt zurück. Das Decaf-Fass am Anfang, ich habe es gerade erst gesehen, aber kann ich. Ich hätte. Ich hätte doch einfach mit Start Select leaden können, upsi. Na egal, war jetzt direkt ein Fass mal hochspringen oder kriegt man es automatisch? Ah, okay. Weil da steht zwar nur 1,50, aber wir haben den Rekord ja geschlagen, also. Mhm. So. Ich glaube, in Wasser kommen die nicht rein. Ja, eben, die warten dann oberflächentechnisch. Ja, ein bisschen fies trotzdem. So, seine Bonusfass hatten wir ja schon. Hoppala. Gesehen. Wo ich nicht weiß, wie ich da rankommen soll. Du daran. Achso, da war das. Ja, das andere war das mit den Wespen, mit den roten. Den Singer. Hm. Alter, dieser Fisch. Der Fisch ist gar nicht banksingend. Clownfisch. Er riecht Clowns Gesicht. War ein bisschen gruselig, aber gut. Gut. So, das Problem ist ja. Muss ja gleich raufkommen, ne? Erstmal kommt jetzt das Speichers. Passt, alles gut. Sehr gut. Nur 7 Sekunden schlechter, das mal. Ach, BR ist es. Oh, wow. Best Record. Ich weiß nicht, ob hier. Verdammt. Das ist jetzt richtig dumm. Willst du nochmal rausgehen? Weil da kam ja das Decaf fast direkt beim Checkpoint. Frage ist, ob wir das Leben jetzt auch wiederholen können mit Marienkäfern, weil wir könnten uns das ja eigentlich erlauben. Der Record ist ja. Also, müsste ja geschlagen sein. So, wenn nicht, dann machen wir das halt nochmal danach, aber. Na gut, nehmen wir das damit. So, und jetzt müsst ihr eigentlich dann gleich wieder bouncen, oder? Ja. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, Gott. Das war jetzt ungünstig. Oh, ein Leben. Alter. Scheißviecher, ey. So, und ich werde jetzt halt wieder den Todesbounce machen. Oh oh. Wieso so früh? Nein! Vielleicht kann man von rechts gleich nochmal zurück da hoch, weil ich glaube, das da kann ja eigentlich eh nicht intended sein. Nee. Was? Oh, ich. Was? Wie soll man denn da hoch, sag mal? Keine Ahnung. Kann doch kein Suicide-Move sein. Also, dass es mandatory ist, sich da zu opfern. Keine Ahnung, wir können es aber ja ruhig tun. Das stimmt halt. Wer mag schon Kitty? Am I right? Eben. Kitty, du bist gerade MVP. Nimm das nicht so zu Herzen. Keine Ahnung, warum das wichtig ist. Hast du das Level eigentlich eben schon geschafft? Nicht mehr im Kopf, was das war. Nee, ich habe es gar nicht gemacht. Achso. Ach ja, stimmt. Bin dann mal vorbeigesprungen, weil mir nicht sicher war, ob der Counter da weitergeht. Okay. Muss meine. Wo spawn ich jetzt? Bitte! Ja, nicht hier! Okay, zum Ernst, das kann doch nicht sein. Ja, interessant auf jeden Fall. Was wollen die denn da, was wir tun? Ah, da ist ein Unverwundbarkeitsfass unten. Oh.
Aber man kann es selbst drüber bouncen. Ja, das heißt, wir waren einfach nur cool, Leon. Wir waren einfach besser. Ja. Ist halt echt so. Oh mein Gott, waren wir gut. Ich lerne diese Kitty-Bounces. Mhm. Das ist nice. Kannst du jetzt auch einfach mich gegenwerfen oder sowas? Theoretisch? Theoretisch vermutlich schon. Das nenne ich ein Level. Ein Löffel. Ein Löffel. Löffel. Genau. Göffel. Alter, na? Illegal. Was ist? Na gut, dann mach ich den Kiddy Bones. Ich muss mich aber nur zurücklassen, jo. Ich werde das gamen. Oh oh. Dass hier auch immer dann angeschissen kommen, wenn ich gerade wechseln will. Ungeheuerlich. Ich glaube, Nummer 3. Ich glaube, es geht keine 3. Ich probier's nochmal, indem ich erst hier wieder. Sonst wo nochmal aus dem Level raus, wa? Ne, es geht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der dritte nicht klappt. Ach, komm schon, was ist denn das? Wo war die DK-Münze denn? Das ist ja totale Tortur. Ich fehle dann auch noch, ne? Jo. Uff. Immerhin kriegen wir Leben. Ach. Juhu. Eben. Und pass mal auf. Oh, schade. Ich hab die Stelle verwechselt, aber links war ja noch das DK, was wenn du zurückläufst. Ja, wobei brauchst du nicht. Ach, ich bin so dumm. Nein, ah, das Unterbewusstsein, jetzt fass mich doch an, ich bin so dumm. Das Unterbewusstsein, jetzt fass, ich bin so dumm. Ich hab dich in Tod gebetet, tut mir leid. Ich verzeihe dir. Schluck H2O. Ich wollte schnell sein. Bunk. Nein, wieso nicht? Bunk. Auch nicht. Mann, was kann ich? Ich war besser Donkey Kong Country spielen als ich. I could press X on that. Oh, ich weiß nicht. Ich hatte es natürlich in der Kindheit selbst. Bitte? Nee. Boah, ja, ich bin so ein guter Spieler. Danke fürs... Echt, war ein Pass. Diesmal kannst du es holen. Was macht das Level mit uns? Was ist das? Was ist das? Wir kriegen die Leben wieder raus, aber was ist das? Und weil auch nicht mehr unser Rekord steht, habe ich halt auch so die Befürchtung, dass das erneute Betreten einfach irgendwie unser Rekord nichtig gemacht hat. Ich hoffe mal nicht. Als wir den Checkpoint eingesammelt haben, stand da ja 35. Bester Rekord drüber, also ich glaube, das ist schon okay. Was? Ja. Okay, weil bei deren, sein Rekord war eigentlich 15 und unserer 10. Beim Checkpoint? Da wird 35 Sekunden. Ja, ich glaube, der Checkpoint ist ja, wie viel Zeit wir gebraucht haben, um da anzukommen. Oh Mann. Was ist das? Alter, ist das ein Level oder ist das einfach nur Blödsinn hier? Weißt du nicht, ob ich die Zeit habe, dich da jetzt gegenzuwerfen oder du mich? Du musst das einfach vom Gaming her. Kannst du nicht theoretisch auch umrollen so geil? Mhm. Ah, ich halt über rechts gedrückt und ja, laufe einfach nicht. Warte mal, guck mal, ist jetzt. Ja, der Rekord ist 1,15, aber wir sind halt hier fast bei 45 irgendwas gewesen diesmal. Vorhin waren wir bei 35 beim Fass und ja. Da lief ja weiter. Schade, ey. Vielleicht ist das zu steil, vielleicht kann ich es auch einfach nur nicht. Wenn ich den Bounce mal gemerkt habe, so würde ich das N wahrscheinlich missen. Not sure. Ich weiß nicht, wie konsistent ich die umrollen kann. Also wie weit ich dann weiter.
Okay, es hätte auch einfacher sein können, ich merke schon. Ich weiß nicht, warum das Hirn nicht auf die Idee gekommen ist. Bei mir kam es auch erst später. Hier muss ich doch auch wieder hoch. No. Ja, es wird eigentlich ich potenziell nur noch die DK-Münze. Da kann ich doch nicht hoch. Spring mal und flieg, aber da müsste ja nichts kommen. Na gut, jetzt nicht mehr. Nee, da nicht. Also ich muss da irgendwie von der anderen Seite wieder hoch. Aber wie? Das schwindet. Ich glaube, ich muss da halt Kitty bouncen eventuell. Ich glaube, du musst da links rüber schwimmen, damit die darüber gehen und dann... Ja, okay. Ah. Du musst Kitty gebounced werden. Willst du dann nochmal mit Start Select? Ja. Alter, das ist halt nervig, aber gut, dass das eine Level geschafft. Ja, guck mal, die Fahne weht schon. Okay, dann wird das Gelbe... Achso, ich bin ja. Ja, dann wird das Gelbe vielleicht doch die Dike. Ich weiß es ja, nicht. Ja, ziemlich sicher. Ich meine, wir haben, glaube ich, mehr Leben als vorher. Ob das jetzt eine shady, unterbewusste Theorie, der Methode Leben, von uns egal. War, die Leben zu farmen, ne? Tod, egal. Du holst das Leben, alles klar. Ich bin alter... Ich wollte sagen, ich bin alter Hund, was ist das? War das Auslöser ist doch schon da, okay, also wirklich, ja. Die Clemens ist dann nur für die Extra-Fahne. I get it. Das war close. Mhm. Da willst du nochmal auf mich wechseln? Mhm. Ich werde bis dahin durchgehen, vor allem das hier jetzt endlich nicht schaffen. Warum die Unverwundbarkeit jetzt trotzdem? Das Bonus-Level nochmal. Jetzt können wir das mich ja je nachdem noch nutzen, so. Nee, da nicht mehr. Pong. So. Hä, was ist denn das dann hier? Brauche ich hier nicht Unverwundbarkeit dann? Alter, da halt super bouncen, what the fuck. Ich meine, im Zweifel kann ich ja dann weiterfliegen, ne, aber... Ich habe ja keine Zeit, ich brauche die Unverwundbarkeit. Ja, dann nochmal raus. Was soll das? Ist der schnellste Weg einfach... Ja, das mit dem Gebounce oben mit den Wespen kam mir schon schnell vor, als wenn ich unten durchschwimme. Ist die Unverwundbarkeit wirklich bis dahin reichen? Es ist alles merkwürdig. Aber wir kommen die ganze Zeit leben. Ja, im äußersten Fall, wenn ich da ankomme und merke, dass ich nicht mehr unverwundbar... Boah, wenn ich merke, dass ich nicht mehr unverwundbar bin, kann ich ja, auf dich wechseln und du musst dich halt treffen lassen, Hitstun-technisch. Dann wechsel nur jetzt, lass mich unverwundbar werden. Versuche, so, die Schwimmrichtung zu kriegen schon mal. Ja, das reicht aber auch nicht. Verdammt. Na ja, gut. Nee, dann renne ich jetzt raus, wechsle auf dich, du musst dich bitte hitten lassen. Und dann habe ich kurze Unverwundbarkeit, um jetzt nach links zu können. What? Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass du das quasi bounce und dann wirst du vielleicht getroffen und dann springe ich weiter. Ah, ich brauche ein bisschen Platz. Ich weiß nicht, ob ich... Also eben habe ich nicht einen Bounce geschafft. Ich hatte jetzt eigentlich geplant, dass du den Hit nimmst, nicht dann Hit, also in Vulnerability bekomme. Ne, der ist unberechenbar, der Sprung, der ist so steil, keine Ahnung. Du. Das ist ein Level. Und ein halbes oder so. Wir haben mit dem Level heute angefangen, also mit in der Folge, oder? Ich glaube. Also mit Start der Folge, weil die 20 Minuten gleich schon. Bitte hier. Und hier direkt treffen lassen, sagst du? Okay. Ja, ein bisschen Anlauf wäre gut, aber... Nein, ich bin ins Wasser gerollt. Was ist denn das? Ah, was machen die denn da? Ist hier noch ein DK-Fass? Ja, geil. Ja, so fühle ich mich auch.
Fuck. Das Level macht gerade echt keinen Spaß. Holy shit. Huch. Ja. Nice. Alter, ist das reut. Ich meine, ich hab's jetzt leider in der Panik eben verkackt. Ein paar Meter weit. Ich laufe einfach so weit, wie ich denke, dass ich brauche und wechsle dann. Dann musst du halt eigentlich nichts mehr machen, als gut stehen bleiben. Ich weiß auch nicht, ob ich 100% zurückkomme, aber wenn wir es haben, kann ich ja eigentlich das Level verlassen. Ja, hier das mit oben rum war ja auch nicht schneller. Also es kam mir so vor, aber offensichtlich ja nicht. Ja, hier, das ist ja jetzt Optimum. Wir haben ja sowas N weggelassen. Nee, eben. So. Jesus Christus. Oh Gott. Meine Güte, es tut mir leid. Wir haben 20 Minuten übrigens voll. Ja, dachte ich mir schon. Oh no, was ist das gewesen? Ein Level. Menschen, der Rekord steht nicht mehr, weil, keine Ahnung. Das sehen wir dann ja, wenn wir oben links bei der Holzhütte sind. Geil. War eine gute Folge. Ja. Bitte. Danke fürs Zuschauen. Guck mal oben. Bitte gebt kein Like, Stamm. Das haben wir nicht verdient. Bis zum nächsten Mal. Der Stamm oben guckt böse. Der Baum. Oh ja, stimmt. Was könnte da wohl sein, frage ich mich. Tschüss. Ciao.